Overwatch Comics 01. McCree Story, McCree am Zug. Oh, in 8 Stunden von Küste zu Küste, ohne den Boden zu verlassen, ist doch immer wieder erstaunlich. Ja, nicht gerade die schnellste oder billigste Art zu reisen, aber genau darum geht's ja. Wer es hat, greift zum Reisen gern tief in die Tasche. Aber das Essen ist schon spitze. Genau wie die Auswahl an Bonbons. Ah. Nehme ich zumindest an. Typen wie mir verkaufen sie keine Fahrkarte. Zum Glück ist mir frische Luft sowieso lieber. Auch wenn sie mit 640 Stundenkilometern vorbeirauscht. Oh ja, es geht doch nichts über stilvolles Reisen. Es sei denn, man zieht damit ungewollte Aufmerksamkeit auf sich. Junge, Junge, die seilen sich bei halber Schallgeschwindigkeit ab, müssen Idioten sein oder sehr, sehr gut. Ob es ja das, wie es aussieht. Geht mich nichts an. Außerdem ist doch klar, wem sie die Schuld zuschieben, wenn ich mich hier blicken lasse. Wäre nichts Neues. Aber diese Typen spielen nach den Blackwatch-Regeln, meinen Regeln. Und solche Typen kennen keine Gnade. Also, dann bringen wir es mal hinter uns. Sitzen bleiben, Herrschaften. Das wird nicht lange dauern. Der hier kennt den Code nicht. Brauchen wir ihn lebendig? Hehehe. Verstanden, Sir. Ein Code also. Was kann man damit öffnen? Etwas an der Spitze des Zuges oder am Ende? Ende! Danke, Partner. Worauf die wohl abgesehen haben, selbst bei dem Zaster hier, rechnet sich so eine Operation nicht. Im Frachtraum muss etwas Wertvolles sein. Etwas, das nicht beschädigt werden darf. Aufmachen, oder wir töten ihn. Und dann sind seine Kinder dran. Also öffnen Sie die, bescheuert. Köpfe runter, alle miteinander. Verstärkung, wir brauchen Verstärkung. Ich bitte um Entschuldigung, Ma'am. Keine Ursache, junger Mann. Was? Ich will Verstärkung. Ist mir egal, worauf wir zusteuern. Ich will... Oh? Hat sich erledigt. Talon One. Das ist deine letzte Chance, dich zu ergeben, Fremder. McCree? Bist du das? Ich schwör's dir, ich bring dich... Oh! Entschuldigung, Herr Schaffner. Kommen Sie mal kurz her. Wären Sie so freundlich und öffnen mir die Tür? Schauen wir doch mal, worauf die es abgesehen haben. Was ist das? Weiß ich auch nicht, aber Sie haben von Verstärkung geredet. Also können die es haben. Yep, jetzt sollten Sie uns in Ruhe lassen. Wie lange noch, bis wir in Houston sind? Jetzt brauche ich mich auch nicht mehr zu verstecken. Außerdem wird frische Luft überbewertet. Breaking News. Bundy Jesse McCree startet Überfall auf Hyperzug. Der Flüchtige wird gesucht. Wegen Mord, Diebstahl... Entschuldigen Sie, Sir. Wir treffen in 3 Minuten in Houston ein. Was sollen wir der Polizei sagen? Ich glaube, die beschuldigen Sie für diesen Vorfall. Sie wollen Sie verhaften. Ja, dachte ich mir schon. Sagen Sie ihnen die Wahrheit. Wenn Sie nicht zuhören wollen, ist das Ihr Problem. Aber vielleicht könnten Sie einen Funkspruch senden und unsere Ankunftszeit nicht ganz so genau durchgeben. Das war ein langer Tag und gegen 5 Minuten Vorsprung hätte ich nichts einzuwenden. Ende.
Ja, Freunde, das war der erste Comic der Overwatch-Story-Auskopplung. Wir werden jetzt hier in den nächsten Tagen und Monaten alle Comics in dieser Form begleiten. Ich hoffe, es gefällt euch und schaut auf jeden Fall auch in der Madefire-App hinein. Dort könnt ihr den Comic tatsächlich so in der Form auch sogar auf euer Handy gucken. Ist eine ziemlich geile App geworden und die Kollegen machen das ziemlich gut. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Comic. Macht's gut, Freunde!